Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Verkündet im Juni 1961 der Staatsratsvorsitzende Ulbricht auf einer Pressekonferenz. Versehen oder Irreführung? Was jedenfalls folgt, ist eine Abstimmung mit den Füßen. Im Juli verlassen mehr als 30.000 Einwohner fluchtartig die DDR. Am 13. August 1961 errichten Volkspolizei, Armee und Kampfgruppen unter der Regie Erich Honeckers in Berlin die Mauer. Der Riss zwischen den Machtblöcken wird zementiert. Dieser Tag bringt den endgültigen Bruch zwischen beiden deutschen Staaten. Auf unabsehbare Zeit. Im Oktober wird die DDR ihren 12. Jahrestag feiern. Es ist der 16. Sommer seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Brandenburger Tor im Flammenmeer. Der Morgen dämmert und beendet den grauenvollen Kampf. Nun ist es soweit, wir sind ganz am Ende. Aber wir sind befreit von dem mörderischen Hakenkreuz, das erst alles opferte, um sein eigenes Dasein für Tage, für Stunden nur zu verlängern. Die Menschen haben alle ihre Habe verloren und sind glücklich, nur das nackte Leben gerettet zu haben. Das Dritte Reich war zerschlagen, Deutschland und Berlin in Besatzungszonen aufgeteilt. Die Siegermächte Frankreich, Großbritannien, UdSSR und USA übernahmen die oberste Regierungsgewalt. Mit den Befreiern kehrten die ins Exil getriebenen voller Hoffnung zurück in die Heimat. Aus der Sowjetunion kamen unter anderem deutsche Emigranten der Gruppe Ulbricht. In Moskau waren wir bereits auf die Aufgaben vorbereitet worden und da erhielten wir die Grundauffassung. Die Grundauffassung war: Wir kommen nach Deutschland, wir wollen nicht ein Sowjetsystem aufbauen, sondern eine antifaschistisch-demokratische Republik. Deutschland wird noch sehr lange besetzt sein und wir werden wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, sofort eine Partei zu organisieren, aber werden die Besatzungsmächte im Kampf gegen Nazismus, Militarismus, Monopolkapitalismus unterstützen und werden dann einen Block der kämpferischen Demokratie bilden. Hier dieser Ort, Bruchmühle, wurde ausgewählt, denn hier befand sich die politische Hauptverwaltung aller Truppen von Marschall Zhukov. Und wir waren ja in engster Zusammenarbeit mit diesen. Und hier in dem Haus, Säulenhaus nennt sich das, Buchholzer Straße 8, hier fanden die Besprechungen statt. Und schon am ersten Tag kam Ulbricht und sagte, unsere Aufgabe ist zunächst, die 20 Berliner Bezirksverwaltungen aufzubauen. Und gab uns den Schlüssel. Die Grundidee war, möglichst viele andere Kräfte heranzuziehen. Sozialdemokraten, Bürgerliche, wenn es geht mit Doktortitel. Und nur die Schlüsselstellung in den Händen fester KP-Funktionäre zu haben. Personalchef, Polizei, stellvertretender Bürgermeister eines Bezirks. Und war noch etwas schwierig, wie das so alles gehen würde. Und da sagte uns Ulbricht, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Die Besatzungsmächte begannen, ihr politisches System auf den von ihnen besetzten Teil Deutschlands zu übertragen. In der sowjetischen Besatzungszone ließ die Militäradministration schon wenige Wochen nach der Kapitulation Hitlerdeutschlands mit dem Befehl Nummer 2 das traditionelle deutsche Parteiensystem ansatzweise wieder zu. Ein taktischer Schachzug. Denn ehe die Westmächte daran dachten, in ihren Zonen Parteien zuzulassen, sollten sie in der Sowjetzone schon etabliert sein. Und zwar für ganz Deutschland. Ich erinnere mich besonders gut des Beginnes der politischen Tätigkeit nach dem Ende des Krieges. Mein Mann und ich erfuhren in Potsdam sehr schnell etwas von den Anstrengungen der CDU durch Andreas Hermes, der bis zum Ende des Krieges zum Tode verurteilt im Gefängnis in Moabit gesessen hatte und herauskam und sich sofort daran begab, nach seinen Überlegungen und Erfahrungen aus der Zeit der Haft und der Zeit des Nationalsozialismus eine überkonfessionelle Partei
zu gründen. Die Gründungsversammlung war dann im Juli mit einer großer Beteiligung verschiedener Kreise der Bevölkerung, sodass, glaube ich, auch die Vertreter der Sowjetunion einsahen, dass es gut war, den nicht-kommunistischen Bevölkerungsteilen eine Beteiligung am politischen Leben zu ermöglichen. Die sowjetische Militäradministration ließ zunächst die Entwicklung zu, bis sie bereits im Dezember 1945 eingriff mit der Absetzung von Andreas Hermes und Walter Schreiber wegen der Bodenreform. Sie hatten nicht der schädigungslosen Bodenreform zugestimmt. Und in dieser Kampagne zeigte sich zum ersten Mal auch für die deutsche Bevölkerung sehr deutlich, wie stark der Einfluss der sowjetischen Administration auf das politische Geschehen war. Die Bodenreform vom September 1945 war die erste einer Vielzahl von Reformen in der Sowjetzone. Ihr Zweck, die Zerschlagung der ökonomischen Basis des Großgrundbesitzes. Tausende Kleinbauern und Umsiedler erhielten Hof und Boden. Eine radikale Maßnahme, die die Strukturen auf dem Lande grundsätzlich veränderte. Schließlich gab es eine Schulreform und in Industrie und Handel dominierte bald das Staatseigentum. So nahmen die unterschiedlichen Entwicklungen in beiden Teilen Deutschlands ihren Lauf. Ich war damals 24 Jahre, arbeitete in der Abteilung Agitation und Propaganda des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands in der Wallstraße und schrieb damals die Schulungshefte. Seit Ende Oktober 1945 war die Hauptdirektive alles für die möglichst schnelle Vereinigung von KPD und SPD. Ich habe mich sehr eingeschaltet, denn ich war damals überzeugt davon, dass es richtig ist, den Bruderkampf der beiden Linksparteien zu überwinden, dass es richtig ist, eine gemeinsame große sozialistische Partei zu schaffen. Und ich hatte zusätzlich noch die Hoffnung, dass in diese neue Partei würde eingehen die militante Kampfbereitschaft der Kommunisten mit den demokratischen Traditionen der Sozialdemokraten. Ich hoffte und wünschte mir eine neue, eine ganz andere Partei. Und anfangs schien ja vieles dafür zu sprechen. Und am 21., 22. April 1946 im Admiralspalast saß ich auf der zweiten Reihe in der Mitte. Die erste Reihe war ja für die Besatzungsmächte, die Vertreter der Besatzungsmächte. Und ich habe es mit großen Hoffnungen begleitet. Mit Hoffnungen, dass eine neue, eigenständige, demokratische, sozialistische Partei gegründet werden sollte. Und als ich erkannte, dass meine großen Hoffnungen, die ich am April 1946 bei der Gründung in die SED gelegt hatte, dass diese zunichte gemacht wurden, bin ich damals bereits im März 1949, ich war Dozent der SED-Parteihochschule, geflohen, weil ich erkannte, die SED war genau das Gegenteil geworden von dem, was ich mir bei der Gründung erhofft hatte. Von den 14 bejubelten Mitgliedern des Zentralsekretariats blieben nach kurzer Zeit nur drei in Führungspositionen, Pieck, Grotewohl und Ulbricht. Nach der Zwangsvereinigung von SPD und KPD verstärkten die Kommunisten ihren Einfluss auch auf sogenannte überparteiliche Massenorganisationen. Mit dem Ausbruch des Kalten Krieges wendete die SED sich ab von den Vorstellungen unterschiedlicher Wege und unterwarf sich als parteineuen Typus bedingungslos dem Sowjetmodell. Die große Politik, bitteschön, Konferenzen. Es ging um den Frieden. Die Außenminister treffen zur Besprechung in Moskau ein. Das ist ja wie ein Märchen. Eine Maienkönigin 1947 von England. Die anglo-amerikanische Luftbrücke einmal aus nächster Nähe. Eine Dakota-Maschine setzt mit 4 Tonnen Kohle an Bord zur Landung an. Welch ein Schauspiel. Im Vatikan. Ach, das ist doch unsere neue Kantine mit dem zusätzlichen Mittagessen. Man schlendert durch die Straßen mit stillvergnügtem. Noch war im Westen Deutschlands nicht die Rede vom Wirtschaftswunder. Enttrümmern, Aufbauen, Arbeitssuche, Schwarzmarkt. Noch sah der Alltag weitgehend gleich aus, hüben wie drüben. Doch schon bald sollten sich Ost und West unterscheiden. Eine kleine Straßenbekanntschaft, die kann so entzückend sein, sagt ja auch die ganze Verwandtschaft, lasse dich nicht darauf ein. Die Alliierten hatten sich am ehesten auf Kompromissformeln einigen können. Demokratisierung Deutschlands sowie Ausmerzung des Nationalsozialismus und Militarismus. Von den Sowjets wurde der Antifaschismus für die stalinistische Politik ideologisch instrumentalisiert.
Nicht nur Kriegsverbrecher und ihre Handlanger wurden verfolgt, sondern jedwede wirkliche oder potenzielle Opposition. Nach allem, was in Russland geschehen war, in der Sowjetunion geschehen war, hat man natürlich nicht nur Rachegefühle gehabt, sondern auch wohl das Bestreben, Leute, die sich schuldig gemacht haben, festzunehmen. Und hier kam dann der Konflikt zwischen den Sowjets und den deutschen Kommunisten hinzu. Es gab bereitwillige deutsche Kommunisten, die sich gewissermaßen als Erfüllungsgehilfen der Sowjets bemüht haben, jeden, der nur irgendwie in dieses Schema passte, zu denunzieren, anzuzeigen, und dann wurde der eben festgenommen. Auch meine Verhaftung geht auf eine solche Denunziation zurück. Wir waren ja in diesen Lagern nach den sowjetischen Weisungen zur völligen Isolierung festgehalten. Der Begriff interniert drückt das nicht aus. Lassen Sie mich das bitte eingangs so klar und deutlich sagen. Diese völlige Isolierung bedeutete ja, dass man mitten in Deutschland total von der Außenwelt und damit von jeder familiären oder sonstigen Bindung abgeschieden war. Die allerwenigsten von uns, und durch das Lager Mühlberg sind fast 22.000 Männer und Frauen gegangen, sind verurteilt worden. Man schätzt, dass knapp 200 von diesen 22.000 abgeholt wurden aus dem Lager Mühlberg, um vor ein Tribunal gestellt und verurteilt zu werden. Alle anderen hatten nie einen Haftbefehl gesehen, wurden aber auch nie verurteilt. Und wenn man dann sich noch vergegenwärtigt, dass 90% der Lagerinsassen keine Beschäftigung hatten, und zwar Tag für Tag keine Beschäftigung hatten, Monat für Monat nicht, manche über Jahre nicht, und in solch einer Umgebung ihr Leben gefristet haben, umgeben von einer Anlage mit Wachtürmen, Stacheldrahtzäunen, die etwa den Charakter der späteren modernen DDR-Grenze getragen hat, dann habe ich das vielleicht drastisch, aber nicht übertrieben dargestellt. Die gesellschaftlichen Umbrüche führten zu einer eigenen Dynamik in der sowjetisch besetzten Zone. Aufbruchstimmung als Ausdruck eines neuen, wenngleich vielfach verschwommenen politischen Bewusstseins. Es war eine seltsame Mischung aus Furcht und Faszination, aus Opportunismus und Optimismus. Wenn ich nach Hause kam, in meine Familie auf der Insel Usedom, das waren alles kleine Nazis gewesen, die bis zum Schluss Sieg Heil geschrien hatten. Die waren furchtsam, hatten Angst vor der sowjetischen Besatzungsmacht, verhaftet zu werden. Es wurden auch viele Unschuldige verhaftet, hofften, befreit zu werden durch die Amerikaner. Furcht und Angst, Unsicherheit bestimmen die Atmosphäre. Man ging auch konspirativ miteinander um und hoffte auf das große Wunder. Und dann, wenn ich mich erinnere an diese Zeit in der Lehrerausbildungsanstalt, da lernte man sehr eindrucksvolle Kommunisten kennen, die im Widerstand gelebt hatten, sehr eindrucksvolle sozialdemokratische Schulreformer und eine neue Welt, ein neues Weltbild. Das alte vom Narzissmus, wir wussten, das ist vorbei und das war ein Verbrechen. Und wir sauchten doch diese Lehre vom historischen Materialismus, von der Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte, von der Rolle der Produktivkräfte. Das waren alles neue Erkenntnisse. Und weil wir nicht gelernt hatten, selbstständig zu denken, waren wir froh darüber, eine neue Welterklärung und ein neues Korsett zu haben. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe als Lehrerin das gelehrt, was ich gelernt hatte. Denn ich wusste nichts anderes. Die in Ost und West getrennt durchgeführte Währungsreform von 1948 zerriss das einheitliche deutsche Wirtschaftsgebiet. Nach langwierigen, kontroversen Diskussionen der drei Westmächte über die künftige politische Marschrichtung in ihren Zonen wurde im September 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet.
entsprechend der Sowjetpolitik, Osteuropa voll in seinen Machtbereich einzugliedern, war im Januar 1949 der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW, ins Leben gerufen worden. Und im Oktober gab Stalin in der Ostzone den Weg frei zur Gründung des zweiten deutschen Staates. In Artikel 1 der ersten DDR-Verfassung heißt es, Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik. Je deutlicher sich die Gegensätze zwischen Ost und West auftaten, desto unwilliger zeigten sich die Siegermächte gegenüber einem Kompromiss in der deutschen Frage. Seit dem Marshallplan für Westdeutschland meinte man in der Sowjetunion endgültig zu wissen, dass der amerikanische Imperialismus auf Konfrontation setze. Demzufolge beschleunigte die DDR die Ostintegration. Wilhelm Pieck, der erste und einzige Präsident, in seiner Antrittsrede. Politischer und kultureller Aufstieg, seine Freundschaft mit der Sowjetunion und allen anderen friedenden Völkern, alle diese Grundelemente der Deutschen Demokratischen Republik, sie leben! Von da an begann das alljährlich im Mai und Oktober wiederkehrende Schauspiel der großen Aufmärsche und Paraden. Der Gleichschritt als Instrumentarium zur Sicherung der Macht. In dieser Stadt, von der Hitlers Krieg ausging, wehen heute die Fahnen der Friedenskämpfer. Ertönt heute der Ruf, Freundschaft für immer mit der Sowjetunion. Diese Bolschewisierung war gekennzeichnet durch einen unerträglichen Stalin-Kult, Kult der Sowjetunion. Ich war damals an der Parteihochschule, also man hielt Vorlesungen über die russische Geschichte, die nun auch als fortschrittlich ausgegeben wurde. Man sprach über Stalin, ein Schüler, was ich sagte, das sei der beste Schüler Lenins gewesen. Dafür musste er furchtbar Kritik und Selbstkritik üben, weil Schüler im Zusammenhang mit dem weisen und großen Stalin nicht erlaubt war. Also, Jesuitenkolleg aus dem Mittelalter. Dann die Verfolgung aller Menschen, die irgendeinen selbstständigen Gedanken hatten. Christliche Politiker, bürgerliche, Sozialdemokraten, Pazifisten, Juden. Also diese Gleichmacherei war unerträglich. Und dann, muss ich sagen, in dieser Zeit begann eine Schizophrenie, an die ich mich immer noch mit Schrecken erinnere. Tito wurde als Faschist verschrien, während man gleichzeitig im Rahmen der Nationalen Front mit früheren HJ-Führern in der Bundesrepublik zusammenarbeitete. Der General der deutschen Wehrmacht, Vincent Müller, baute die kasernierte Volkspolizei auf, während ein Mann wie Kurt Müller, der 12 Jahre bei Nazis gesessen hatte und stellvertretender Vorsitzender der KPD in Westdeutschland war, gekidnappt wurde, um vorbereitet zu werden als Hauptangeklagter in einem großen Schauprozess. Dieser ganze Antifaschismus der DDR, auf den heute noch so viele stolz sind, der ist damals auf das Schlimmste diskriminiert worden. Es ging nicht mehr darum, wie einer zu Hitler stand. Es ging nur noch darum, wie einer zu Stalin und Ulbricht stand. Auf den Ruf des ZK Ende des Jahres 1951 blicken Tausende und Abertausende nach schwerer Berufsarbeit allabendlich die Trümmer von den Straßen zu schaffen, Ziegelsteine und Schrott zu bergen. Die zweite Parteikonferenz der SED im Juli 1952 forcierte die Übertragung des stalinistischen Modells. Während die Entrümmerung fortschritt, kümmerte Walter Ulbricht sich darum, was an die Stelle der Ruinen treten sollte. Ab April 1953 erhalten Einzelhändler, Handwerker und in West-Berlin Arbeitende keine Lebensmittelkarten mehr. Das war die alte Frankfurter Allee im Jahre 1946. Und das ist die Stalinallee heute. Am 28. Mai tritt eine Verordnung über erhöhte Arbeitsnormen in Kraft. Die Partei überspannt den Bogen. Nach Stalins Tod im März hatte die Sowjetführung die SED gedrängt, die Überspitzungen des sozialistischen Aufbaus zu revidieren. Im Juni diktiert die SED der Regierung die Einleitung eines neuen Kurses. Niemals zuvor hatten Arbeiter in Deutschland so gewohnt. Aber eines Tages werden alle deutschen Arbeiter so wohnen.
Am 16. Juni streiken die Bauarbeiter der Stalinallee und protestieren gegen die überhöhten Normen. Eines Tages werden in allen Straßen Deutschlands solche Läden mit hoher Verkaufskultur den werktätigen Menschen unserer Heimat den Einkauf zur Freude machen. Und 11 Minuten. 17. Juni 1953. Volksaufstand in Ostberlin und in wichtigen Wirtschaftszentren der DDR. Regierung und Partei erweisen sich als ohnmächtig. Das Politbüro ist in Karlshorst in Sicherheit. Nur Karl Schirdewan bleibt im Hause des ZK. Und da kam ein General zu mir, zwei sowjetische Botschaftsmitarbeiter waren auch bei mir ständig. Und er sagte, Genosse Schirdewan, salutierte Schirdewan, geben Sie bitte den Befehl zum Schießen. Darauf sagte ich ihm, auf keinen Fall, Genosse General, schießen dürfen Sie nicht. Unter keinen Umständen. Lassen Sie Ihren Konvoi, der am Babylon-Kino stand, vor das Portal bringen, nicht wahr, und lassen sie eventuell absitzen und sie werden sehen, die Menschen zerstreuen sich. Dann bat mich Semjonow zwei Tage später zu sich und er sagte, Genosse, wir haben uns schon so oft unterhalten und Probleme beraten zum gegenseitigen Nutzen und ich bitte Sie, sagen Sie mir Ihre Meinung zu der Lage, die wir haben. Darauf sagte ich zu ihm, darf ich eine Gegenfrage stellen? Wo ist die Parteiführung? Wir sind führerlos, wir haben kein Zentralkomitee, nichts mehr. In dieser tiefen Krise ist das unmöglich und ich fordere die Einberufung der 14. Tagung des Zentralkomitees mit der Richtung und mit einem Beschluss, dass alle Kräfte hinuntergehen, sich den Massen stellen, denn wir haben die Fehler gemacht und nicht die Massen. Hatten die Demonstrationen mit wirtschaftlichen Forderungen begonnen, so bestimmen bald politische Parolen wie der Ruf nach freien Wahlen den Aufstand. Die Westalliierten halten sich zurück. Mrias wird aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Der Aufstand wird blutig niedergeschlagen. Es zeigt sich, wie labil die Macht der SED ist. Nur durch den Einsatz der Sowjettruppen kann der Kollaps der DDR verhindert werden. Justizminister Max Fechner, der die Streiks für verfassungsmäßig erklärt hatte, wird verhaftet. Hilde Benjamin übernimmt sein Amt. Politische Justiz als Ausdruck der Isolation, der Schwäche. Überspitzte Polemik gegen angebliche Agenten, Spione und Saboteure. Das Bedrohungstrauma, die Angst, selbst geringe Reformen würden das stalinistische System gefährden. Um die brüchige Macht zu untermauern, betrieb die DDR-Führung seit Jahren den systematischen Ausbau der bewaffneten Organe. Aus der mit sowjetischen Waffen ausgerüsteten Bereitschaftspolizei war Anfang der 50er Jahre die kasernierte Volkspolizei hervorgegangen. Nun, nach der Niederlage des 17. Juni, wurden zur Stützung der SED-Diktatur die Stasi und die Kampfgruppen der Arbeiterklasse gebildet. Sie sollten den inneren Feind bekämpfen. Diese Übung soll der Bevölkerung zeigen, dass die Kampfgruppen jederzeit bereit sind, die Errungenschaften unserer Republik zu verteidigen. Werderscher Markt, 11.30 Uhr. Der Angriff beginnt. Es ist kein Spiel, was hier vorgeht. Und die Männer, die hier üben, wissen, dass nur wenige hundert Meter weiter im Brückenkopf West-Berlin ungezählte Agenten- und Sabotageorganisationen existieren. Die Kampfbereitschaft und die Stärke unserer Kampfgruppen, der Einsatz jedes Einzelnen gibt uns allen die Gewähr, dass jede ihrer Provokationen zum Scheitern verurteilt wird. Die zahlreichen Vertreter der Westpresse gerieten mitten ins Kampfgewühl. Der Rauch der Nebelgranaten oder der Untergang der Konterrevolutionäre. Eines von beiden trieb ihnen die Tränen in die Augen. Ich möchte sagen, dass die Spitzen der Parteiführung zum großen Teil auch intellektuell ihrer Aufgabe nicht gewachsen waren. Sie haben sich ja niemals dem Streit um einen besseren Weg stellen können oder müssen.
Sie verordneten etwas und das Land hatte ihnen zu gehorchen. Das ist das, was ich mit DDR verbinde. Und dann, ich habe vor ein paar Jahren mal unter dem Titel geschrieben, das Endziel ist die uniformierte Gesellschaft. Und so sehe ich es auch heute noch vor mir. Ich sehe die Massen der Betriebskampfgruppen, die Massen der GST, ich sehe die Aufmärsche bei irgendwelchen Feiertagen, immer Gleichschritt, immer uniform, immer mit den gleichen Parolen und immer ohne den Willen, sich auseinanderzusetzen mit Andersdenkenden. Ulf Müller war insgesamt 8 Jahre in Bautzen und Torgau inhaftiert, wegen Mitgliedschaft in einer illegalen sozialdemokratischen Gruppe und versuchter Spaltung der Arbeiterklasse. Ich glaube, das war ein Teil des, ich nenne das mal Erziehungsterror-Systems, nicht? Ein Teil dieses Systems, nur die Ungewissheit über die Wiedererlangungsmöglichkeit der Freiheit von vornherein. Wir sind zum Beispiel, meine Gruppe, alle zum Tode verurteilt worden. Wurden dann begnadigt zu 3x25 Jahren und 3 Jahren wegen Behinderung der Aufklärung. Dieses Urteil wurde nur verlesen. Es war Fernurteil aus Moskau. Das haben wir gar nicht mal gesehen. Wir waren in dem Saal da in der Bautzener Straße und da wurde es vorgelesen. Dazu wurde noch gesagt, durch die Wachsamkeit der Sicherheitsorgane der UdSSR ist es gelungen, gefährliche Verbrecher dingfest zu machen. Durch die Verhaftung des Bürger Müller und die anderen Namen auch, wurde der Ausbruch des Dritten Weltkriegs verhindert. Das Lüttepferdchen ist schön. Aber zu der ollen Kanone wollen wir lieber Pfui sagen. Nur durch vernünftiges Zureden geht es. Wir wollen keine Kommandoworte mehr hören. Eltern, denkt daran, wenn ihr zur Wahl schreitet. Seid einig, Deutsche! S.E.D. Auf Initiative der Sowjetunion treffen 1959 die Außenminister der UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs zur Konferenz in Genf zusammen. Vertreter beider deutscher Staaten nehmen teil. Bei der Genfer Konferenz war die deutsch-demokratische Blick zum ersten Mal in einem gemeinsamen Raum mit den Außenministern der 3 Großmächte und einer Delegation der Bundesrepublik Deutschland. Es war zwar am Katzentisch, aber immerhin war sie doch Teilnehmer an einer Konferenz. Und ich muss sagen, dass es das erste Mal war, hatte ich ein besonders hohes Gefühl des Erreichten. Mir war darüber klar, dass jetzt das Tor aufgestoßen ist, um weiterhin zur Anerkennung zu kommen im internationalen Maßstab und dass sich dann auf weiteren Konferenzen wesentlich ändern wird. Das heißt, vom Tatzentisch man an den Verhandlungstisch kommt. Diese wunderbare Rakete fliegt in die Zukunft, in den Kosmos, in den Kommunismus fliegt sie. Im selben Jahr wird Tefe Schur das Idol von Millionen. Beide Male trennten sie sich herzlich und bester Laune. Wissen alle die Herrschaften, wie dünn die Decke ist, auf der wir alle miteinander stehen? Sozialismus, das ist Frieden in der Welt. Friede auf unserer Erde. Und dann der 13. August 61. 2,7 Millionen Menschen haben seit DDR-Gründung das Land verlassen. Eingemauert die Hoffnungen. Tausende Berliner sind von ihrem Arbeitsplatz im Westteil der Stadt abgeschnitten. Die Spaltung Deutschlands ist nun auch architektonisch vollzogen. Mit Zustimmung des Warschauer Pakts und stillschweigender Duldung der USA. Neue Realitäten jedenfalls sind entstanden in Europa. 165 Kilometer Stacheldraht und Sperrmauer mitten durch ein Land. Ohne geschichtliches Vorbild. Ein System, das sich sozusagen abschotten muss, räumt ja gewollt, ungewollt ein. Wenn ich das offen lasse, laufen mir die Leute weg. Also sie sind von meinem System in der Mehrheit nicht überzeugt. Die einen haben das als normal, selbstverständlich, als gut, die anderen als schlecht empfunden, aber das war ein Faktum.
Andererseits gab es bei vielen die Hoffnung, und ich habe die auch geteilt damals, dass man nun diese ruhigere Zeit nutzen könnte, um die inneren Verhältnisse in der DDR so zu entwickeln, dass man zu einem nicht datierten Zeitpunkt sagen kann, jetzt haben wir die Mehrheit der Menschen auf unserer Seite und man kann lächelnd die Grenze wieder aufmachen. Doch die Mauer wird von Jahr zu Jahr undurchdringlicher. Auch wenn sich die Verhältnisse im Land stabilisieren, es bleibt der Sog des Westens, der immer glänzende Spiegel. Nach dem Bau der Mauer verlassen Tausende in den nächsten Monaten und Jahren das Land, fliehen, oft auf abenteuerliche Weise, unter Einsatz ihres Lebens. Die Millionen, die bleiben, wie richten sie sich ein in der DDR? Entwickelte sich ein eigenes nationales Bewusstsein? Ein nationales wohl nicht, aber doch so etwas wie ein Staatsbewusstsein, also ein Bewusstsein, wir sind ein deutscher selbstständiger Staat, nämlich die DDR. Und das hat sich infolge des Mauerbaus stärker herausgebildet denn je zuvor, weil ja damit eine gewisse Isolierung verbunden war. Man konnte nicht mehr raus, man musste sich zwangsläufig darauf einrichten. Bis zur Rente ist man ganz sicher in diesem Staat. Und zweitens haben sich ja die Verhältnisse auch ein bisschen verbessert nach dem Bau der Mauer. Einmal fielen nicht mehr so viele Leute, die geflohen sind, aus der Produktion aus. Zweitens, da man sich darauf eingerichtet hat, in der DDR für die nächsten Jahrzehnte zu leben, hat sich das auch in der Arbeitsmoral, in der Arbeitsproduktivität niedergeschlagen. Und man kann sagen, nach dem Bau der Mauer gab es eine gewisse Stabilisierung der DDR, wirtschaftlich und politisch. Die andere Seite ist, dass das nicht ewig anhalten konnte. Das konnte man auch voraussehen. Irgendwann musste sozusagen der Stabilisierungseffekt der Mauer wieder ins Gegenteil umschlagen. Neue junge Menschen wuchsen heran. Die empfanden auf einmal die Tatsache, dass am Brandenburger Tor Schluss war, als irgendwie, wieso, weshalb? Und wollten in die Welt hinaus reisen, nicht mal unbedingt, um wegzubleiben, sondern weil sie das für ganz natürlich und selbstverständlich ansahen. Und insofern ist das eine zwiespältige Erscheinung gewesen. Minuten vor einem historischen Augenblick. Die Ratifizierungsurkunden des Freundschaftsvertrages zwischen der UdSSR und der DDR wurden ausgetauscht. Mit den Unterschriften der Außenminister Gromyko und Dr. Bolz unter das Protokoll trat der Vertrag über Freundschaft, gegenseitigen Beistand und Zusammenarbeit zwischen beiden Völkern in Kraft. Der Vertrag ist der bedeutendste in der 15-jährigen Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik. Ein anderer Vertrag wurde zwischen der Regierung der DDR und dem Westberliner Senat unterzeichnet. Das zweite Passierscheinabkommen. Wieder hat sich gezeigt, Verhandeln hat einen Sinn. Dennoch, die 60er Jahre sind geprägt durch eine Politik der Nadelstiche, durch Proteste gegen die Berlin-Präsenz des Bundes und immer neue Versuche der DDR, die Stellung Westberlins zu schwächen. Erst im Rahmen der neuen Ostpolitik wird es möglich, die Phase der Berlin-Krisen zu beenden. Im Juni 1967 erklärt sich Bundeskanzler Kiesinger generell zu Gesprächen von Beauftragten beider deutscher Staaten bereit. Der erste Schritt zur faktischen Anerkennung der DDR. Zur Zeiten der Passierscheinverhandlungen durfte ich es noch nicht sagen. Da habe ich von die andere Seite gesprochen. Das war noch nicht erlaubt, DDR zu sagen. Aber in dem Augenblick, als Brandt in der Regierungserklärung 1969 von dem anderen Staat gesprochen hat. Da war mir klar, als ich in Moskau zu verhandeln hatte mit Herrn Gromyko, da konnte ich nicht so genannt reden, sondern da redete ich die DDR. Das war sie auch. Blonde Stern, wo bist du geblieben? Warum
blonder Stern. Warum bist du fern? Oh, ich fand dich so wunderbar mit deinem blonden Haar. Ich nenne dich so gern. Am 8. April 1968 unterschreibt Ulbricht die neue sozialistische Verfassung. Der Artikel 1 bezeichnet die DDR jetzt als sozialistischen Staat deutscher Nation. Die Verfassung wird nach Belieben ausgelegt, gegebenenfalls auch gebrochen. Entscheidend ist der im ersten Artikel fixierte, unantastbare Führungsanspruch der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Zu den Olympischen Spielen des Jahres reist der zweite deutsche Staat zum ersten Mal mit einer eigenen Nationalmannschaft. Das ist sie, die erste selbstständige Olympiamannschaft der DDR, eine von über 100 Mannschaften aus aller Welt. Wieder stieg am höchsten Mast die Fahne mit den olympischen Ringen empor, die Kompromisslösung für Mexiko. In München wird es die Flagge unserer Republik sein und dazu werden wir unsere Hymne hören. Der Sport hat natürlich in den außenpolitischen Beziehungen der Deutschen Demokratischen Republik eine große Rolle gespielt, weil man auf diesem Gebiet erstens große Erfolge hatte und zweitens, weil diese Erfolge sich international auswirkten. Das heißt, die ganze Menschheit schaute auf die internationalen sportlichen Ereignisse und somit kam die Deutsche Demokratische Republik ins größere Gespräch und in Sichtweite. Das heißt nicht, dass man mit diesen Ereignissen von den inneren Verhältnissen in der DDR ableiten wollte, denn die Sportentwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik war ja die Grundlage für die sportlichen Ergebnisse im Ausland. Was die Hallstein-Doktrin anbetrifft, das heißt die Doktrin, die besagte, wenn ein Staat die Deutsche Demokratische Republik diplomatisch anerkennt und mit ihm normale Beziehungen aufnimmt, wäre die Bundesrepublik Deutschland das als einen unfreundlichen Akt gegenüber der Bundesrepublik Deutschland betrachten und demzufolge handeln. Diese Hallstein-Doktrin wurde nicht nur mit Hilfe des Sportes, sondern mit der weiteren Anerkennungswelle der Deutschen Demokratischen Republik ad acta gelegt. 1969, der 20. Jahrestag der DDR. Ein Jahr nach dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die CSSR. Der Prager Frühling war von weiten Teilen der DDR-Bevölkerung mit großer Sympathie verfolgt worden. Die SED-Führung hingegen hatte von Anfang an den Prager Kurs, die Öffnung nach Westen, attackiert. Wenn eine kommunistische Führung sich mit dem Verlangen des Volkes nach Freiheit identifiziere, so bedeutet das die Preisgabe der Positionen des Sozialismus zugunsten der Konterrevolution. Nach der Niederschlagung des für die Herrschenden gefährlichen Prager Experiments demonstriert die DDR ihr gewachsenes Selbstbewusstsein. Ein Schritt zur Annäherung nach 25 Jahren der Trennung. Erfurt, 19. März 1970. Unter der Fahne der Bundesrepublik zieht die Wache der Nationalen Volksarmee auf. Draußen vor dem Bahnhof eine ungeduldige, etwa tausendköpfige Menge, abgeschirmt durch Staatskarossen und Polizei. Für die Begrüßung auch dafür, dass Sie gutes Wetter besorgt haben. Daran soll es nicht liegen. Danke sehr. Ein Wendepunkt für die vielen, die guten Willens sind. Misstrauisch und argwöhnisch beobachtet von denen, die glauben, die Zeit sei mit ihnen stehen geblieben. Und für die Bildjournalisten die Chance für ein Foto, das um die Welt geht. Die Menge, die schließlich durchbricht, um Willy Brandt zu sehen, ist kein Heer von Revolutionären und Staatsverrätern. Vielmehr verbindet sich für sie mit dem Namen Willy Brandt die Hoffnung auf ein besseres Miteinander in Deutschland. Die offiziellen Verhandlungen DDR-BRD machen Fortschritte. Ein Transitabkommen wird unterzeichnet. September 1971. Mit der Unterzeichnung des Berlin-Abkommens der vier Mächte
wird die DDR erstmals als souveräner Staat akzeptiert. Ein Ja zu diesen Verträgen bedeutet einen Bruchpunkt auf der Straße ins Unheil. Am 7. November 1972 unterzeichnen die Bundesrepublik und die DDR den Grundlagenvertrag. Oder rückblickend kann ich nur sagen, das Ding hat funktioniert. Fabelhaft funktioniert, kann man nicht von vielen Verträgen sagen. Hat alle Erwartungen erfüllt, nämlich bis zur Wiedervereinigung sollte er das Verhältnis der beiden deutschen Staaten grundsätzlich regeln und das hat er getan. Und hat darüber hinaus die Grundlage eben auch gelegt für eine Verbesserung der Beziehungen, für das, was an menschlichen Erleichterungen kam. Er war so gut, dass die Gegner des Vertrages die Politik kontinuierlich fortgesetzt haben. Das hat Kohl versprochen, hat er auch gehalten. Das Einzige, was dann noch grundsätzlich dazu kam, waren die ungebundenen Finanzkredite, die freundlicherweise Franz Josef Strauß begonnen hat. Sonst hat das Ding funktioniert. 42 года моя жизнь связана с бывшей Германской Демократической Республикой. Я видел разные этапы. 42 Jahre meines Lebens sind mit der ehemaligen DDR verbunden. Ich habe verschiedene Etappen ihrer Entwicklung gesehen. Erstmals kam ich Anfang 1948 auf dem Weg nach Paris dorthin. Ich habe viel miterlebt. Wissen Sie zum Beispiel, wie Honecker gewählt wurde? Sie wissen es nicht? Alle Mitglieder des Politbüros wurden in der SU-Botschaft versammelt und mein Vorgänger vereinbarte mit ihnen, dass am nächsten Tag auf dem Plenum anstelle Ulbrichts Honecker zum Generalsekretär gewählt wird. Und so wurde es getan. New York, Sitz der Vereinten Nationen, der UN. 28 Jahre nach Kriegsende wurden die beiden deutschen Staaten, BRD und DDR, in diese Weltorganisation aufgenommen. Im großen Kuppelsaal erfolgte die Aufnahme per Akklamation. Als 133. Mitglied die DDR, deren Delegation von Außenminister Winzer geführt wurde. Als 134. dem englischen Alphabet gemäß die Bundesrepublik, vertreten von Walter Scheel. Die beiden deutschen Staaten haben nun Sitz und Stimme im Forum der Welt. Scheel und Winzer gratulierten sich zu diesem Erfolg ihrer außenpolitischen Bemühungen. Am 20. Juni 1974 überreichen die Leiter der ständigen Vertretungen in Ost-Berlin und Bonn ihre Beglaubigungsschreiben. Die Bundesrepublik betont, zwei Staaten, eine Nation, keine Botschafter also. Und die DDR inszeniert einen Staatsakt mit der wohlgelittenen Hymne. Es war die bewegendste, die schwierigste Zeit meines Lebens. Ich habe ziemlich viel Glück gehabt im Leben mit überwiegend interessanten Tätigkeiten. Eine interessantere, um es sehr, sehr blass zu sagen, habe ich nie gehabt als die als Leiter der ständigen Vertretung. Es war konkret die Möglichkeit, nicht so viel wie man wollte, aber doch mehr als man erhoffen konnte, 20 Jahre vorher, für die Menschen etwas zu tun. Insofern, wenn ich dann noch an die Schwierigkeiten denke, die mich in das Haus hinein begleitet haben, es gibt wenig Plätze auf der Erde, die mich bis zu bei einer öffentlichen Gefühlsäußerung veranlassen könnten. Sparwasser, Schönachtung, Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. Sparwasser! Im 25. Jahr der DDR lässt Erich Honecker am Nationalfeiertag in der Verfassung den Begriff Deutsche Nation streichen. Thank you.